Jan Lümmelsröben ist da. Herzlichen Glückwunsch, gerade gab es noch die Champagner-Dusche. Können Sie es schon fassen, was heute passiert ist für Sie und auch für den FC Hansa Rostock? Nein, also ich bin sprachlos. Ich glaube, man hört nichts mehr. Also ich glaube, man hat gemerkt, dass wir was zu verlieren hatten heute. War kein gutes Spiel von uns, aber ganz ehrlich, draufgeschissen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also ich glaube, dieser Moment ist schöner als der beste Sex, den ich in meinem Leben hatte. Es ist einfach Wahnsinn. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut. Und heute schütte ich mich einfach nur zu und unfassbar, unfassbar einfach. Man hat schon gemerkt, dass heute nicht so viel zusammenging. Können Sie mir ein bisschen erzählen, was da in Ihnen vorging? Waren das wackelige Knie, war es der Kopf, was war es genau auf dem Platz? Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass wir Angst hatten, hier was zu verlieren. Aber ich glaube, wenn man die Anfangsphase sieht, wir können nach 3 Minuten 3-0 führen. Dann kriegen wir ein dummes Tor, aber ganz ehrlich, das ist mir so scheißegal. Wir haben diesen Punkt geholt, wir sind aufgestiegen. Ich glaube, es gab noch nie so eine geile zweite Liga wie nächstes Jahr. Und dass ich mit meinen 30 Jahren als alter Traktor da nochmal jetzt auflaufen kann, Gänsehaut. Freut mich für die Fans, für die Stadt, für alle. Geil. Sie sprechen schon an, es wird irgendwie eine extrem krasse zweite Liga. Auf was freuen Sie sich besonders in der zweiten Liga? Gibt's einen Gegner? Es gibt einfach genießen das Jahr. Bestmöglich abschließen. Es gibt geile Derbys. Ich guck mal, diese Fans, unsere Mannschaft zusammenbleiben. Aber heute will ich jetzt einfach nur noch saufen. Dankeschön.